Ja, hallo liebe Copter-Freunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Da bin ich einmal wieder und ihr seht schon, ich sitze zwar so ein kleines bisschen an der Seite, macht aber nichts, denn es geht um die Kiste hier. Unschwer zu erkennen, es geht heute um den Tornado H920. Ihr wisst sicherlich, dass ich auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg war und da habe ich mir den H920 Plus ja schon einmal angeschaut. Wer das nochmal sehen will, hier kommt gleich ein Link, könnt ihr draufklicken, da seht ihr die Einzelheiten dazu. Und den fand ich natürlich so interessant, weil er einmal abgegradet und im Preis angepasst worden ist, dass ich mir den geholt habe. Wir werden uns aber jetzt diese Kiste hier einmal anschauen. Das ist aber noch längst nicht alles, denn bei dem Paket, was ich mir geholt habe, war noch eine Pro Action für die SIGIO 4 dabei. Das ist ein Handgimbal, auch den werde ich euch natürlich hier mit zeigen und erklären. Wir schalten aber jetzt einmal um und schauen uns hier an, was in der Kiste alles drin ist. Bis gleich. Ja, das Ganze wiegt hier so um die 25 Kilo, deswegen brauchen wir hier auch eine verhältnismäßig stabile Kiste. Wir haben den Korpus hier aus Spanplatte, der beschichtet ist hier, das ist so leicht matt. Das Ganze ist eingefasst in einen Aluminiumrahmen, wie man das hier unschwer erkennen kann. Und verschlossen wird das auf vier Seiten, also auf beiden Seiten, rechts und links jeweils zweimal, mittels dieses Riegels. Den müssen wir hier hochklappen und dann können wir hier den Riegel nach oben wegdrehen und abklappen und können dann anschließend den Deckel in dem Fall hier abnehmen. Der wird hier nicht mit Scharnieren geöffnet, sondern den muss man komplett abnehmen. Da ist er, der Deckel, den können wir zur Seite stellen, den brauchen wir derzeit nicht. Uns interessiert natürlich, was hier alles drin ist. Ja, schauen wir gerade mal eben drauf. Ich habe den Deckel abgenommen. Da finde ich hier einmal eine Bedienungsanleitung in einer kleinen Kunststofffülle. Die schaue ich mir natürlich gleich an. Hier finden wir natürlich auch die Rädchen, die Räder, die hier dabei sind, die unten drauf geklickt werden, um den zu rollen. Das sind natürlich vier Stück, habt ihr ja gerade eben gesehen. Ja, dann gibt es hier einmal noch die Instructions, die Bedienungsanleitungen, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise zusätzliche Warnhinweise. Genau, da haben wir es, einmal ein paar Warnhinweise. Hier haben wir noch die LED-Statusindikatoren, dann hier nochmal ein paar Hinweise für den Piloten, was in der Box drin ist und eine Quickstart-Anleitung. Die schaue ich mir natürlich später nochmal an. Und wir schauen mal weiter, was es hier noch gibt. Dann haben wir hier noch Accessoires in der Kiste. Schaue ich gleich mal rein, was da alles noch drin ist. Da ist sicherlich das ein oder andere Werkzeug noch drin. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, hier ist einmal die GPS-Antenne vom Tornado H920 Plus. Und hier oben sehen wir auch nochmal die Aufschrift Tornado H920 im Styropor eingelassen. Das ist wohl noch ein älterer Koffer, das macht aber nichts. Der Tornado ist ja äußerlich so gut wie gleich geblieben. So, jetzt schauen wir aber mal rein, was hier noch alles drin ist. Den Deckel nehmen wir mal ab, den lege ich auch beiseite, den brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen ja schauen, wie es jetzt hier drin aussieht. Und da sehen wir schon auf dem ersten Blick hier den Tornado H920 Plus, auch wenn hier noch 920 drauf steht, mit Carbonoptik. Diese ist natürlich Hochglanz und wir haben hier, wie man es unschwer erkennen kann, ein paar Propeller rechts und links. Die sind einmal hier in so einer Halterung befestigt, damit man auch alle direkt zusammen hat. Das ist die A-Variante der Propeller und dann logischerweise auf der anderen Seite die B-Varianten. Diese Propeller sind in Vollcarbon, das heißt, die bestehen aus einem Carbonverbundstoff. Die sind hier auch sehr steif, man kann das hier schlecht sehen. Ich kann die zwar leicht
bewegen, aber durch die Steifigkeit kommt es auch zu weniger Vibrationen und natürlich die Größe, das heißt die Umdrehungszahl ist hier etwas geringer. Wir sehen natürlich hier die 3B-Varianten und für jeweils eine Seite, so A und B, einen Ersatzpropeller. Weiterhin haben wir hier im Paket die Akkumulatoren. Das sind in dem Fall Lithium-Polymer-Akkus. Hierbei handelt es sich um 6S 4000 mAh Akkus mit 22,2 Volt. Hinten drauf natürlich, da solltet ihr auch drauf achten, sind die ganzen Hinweise drauf. Hier steht natürlich auch nicht mehr wie ein C, nicht mehr wie eine Kapazität laden in dem Fall. Und die Höhe der Zelle sind 4,2 Volt. Bei dem Paket sind momentan drei Akkumulatoren dabei. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr das Paket euch jetzt bestellt, jetzt kauft, drei Akkus dabei, die ihr im Tornado nutzen könnt. Allerdings da müsst ihr darauf achten, wenn ihr zwei Akkus nehmt, seid ihr unter 5 Kilo. Sobald ihr den dritten Akku dazu nehmt, also mit drei Akkus fliegen wollt, seid ihr logischerweise über 5 Kilo. Und dann müsst ihr mal schauen, was ihr, wenn ihr eine Aufstiegserlaubnis habt, da drinnen steht. Bei mir ist es bis 10 Kilo, das heißt, ich kann theoretisch mit drei Akkus fliegen. Muss ich mal schauen, was besser ist mit zwei oder mit drei. Weiterhin haben wir hier das Ladegerät. Das ist ein A10 Dual-Ladegerät. Das packe ich gleich mal aus. Und ihr seht schon hier, das ist ein AC-DC Dual-Ladegerät. Das heißt für euch, ihr könnt das mit Wechselstrom und mit Gleichstrom betreiben. Das Ganze hat natürlich hier vorne zwei Anschlüsse, Port A, Port B, inklusive Temperaturfühler und einen USB-Anschluss für die Funkfernsteuerung zum Beispiel, plus PC-Link, um das Ganze natürlich auch mit einem Programm steuern zu können. Schauen wir uns natürlich gleich nochmal separat an. Nachempfunden, natürlich ist das etwas leistungsstärker. Hier oben haben wir noch die Sonnenblende für die Funkfernsteuerung, die habe ich zurzeit noch nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, die wird dann irgendwo hier unten mit drin sein. Dann haben wir hier ein Netzteil, sicherlich für das Ladegerät. Das müssen wir ja auch irgendwie betreiben. Dann haben wir hier noch eine kleine Kiste, ein kleines Tütchen. Das sieht alles nach Strommaterial aus. Das sind die Anschlüsse für die Akkus, dann die Balancerboards hier, dann haben wir noch ein paar Klemmen fürs Auto und ein USB-Anschlusskabel. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Jetzt kommen wir hier zum Tornado. Den muss ich jetzt natürlich einmal hier herausnehmen. Ja, ihr seht schon hier von der Dimension her ist das doch recht groß, aber das ist natürlich klar, denn der Tornado, der hat ja auch eine ganz andere Kamera unten drunter und das sehen wir natürlich jetzt. Ihr seht schon, das ganze Gerät ist um einiges größer als die bisherigen Kopter, die ich hatte, den Typhoon H oder Q500. Macht aber nichts, denn der soll ja auch eine entsprechend große Kamera tragen. Da wir gerade bei Kamera sind, das können wir uns natürlich auch einmal anschauen. Wir sehen hier die Sigi O4. Die Sigi O4 ist eine in ein Gehäuse für diesen Kopter eingelassene oder adaptierte Kamera, und zwar eine Panasonic Lumix GH4, die man hier genauso steuern kann wie bei einer bodengebundenen Kamera, natürlich über die ST16. So, schauen wir mal eben noch hier unten drin, seht ihr die ST16, die muss ich jetzt hier einmal noch herausnehmen. Diese Styroporeinlässe, die ihr hier seht, die muss man herausziehen. Die kann man hier nach oben wegziehen und kann dann sozusagen an die ST16 herangelangen. So, einmal weg,
Und dann haben wir hier unten, ja, ich zeig's euch nochmal, da unten liegt sie, die ST16. Die kann man dann hier rausnehmen. Die ist komplett fertig und kann die natürlich dann auch entsprechend nutzen. So. In dem Accessoire-Kästchen befindet sich das Umhängeband für die ST16, ein Werkzeug, das ist ein Innensechskant-Schraubendreher. Dazu habe ich hier auch einmal noch ein zusätzliches Werkzeug gefunden, inklusive Schrauben. Ich gehe mal davon aus, das war ja vorher so, dass die Propeller aufgeschraubt werden mussten. Das hat sich ja jetzt geändert, da sind jetzt einmal Click-Release, ja, Propelleraufsätze drauf. Das heißt, die können wir einfach so einklicken. Dann noch ein Reinigungstuch, um zum Beispiel die Kamera oder die Linse von der Kamera ein bisschen zu säubern. Und dann haben wir noch den Akku-Checker dabei gehabt. Den kann man dann nutzen, um zu schauen, wie viel Volt die Akkus noch haben. Ja, das Ganze sieht jetzt einmal so aus. Hier haben wir die ganze Ladegeschichte. In dem Fall sind hier die ganzen Kabel, das Anschlusskabel für den Betrieb über die Batterie, die beiden Balancer Boards für den Port A und für den Port B. Dann haben wir natürlich noch die Stromladekabel mit einem EC3 Anschluss und hier einem Kontaktschutzstecker, damit wir hier keinen Kurzschluss hervorrufen, um die dann ins Ladegerät einzustecken. Natürlich gibt es dann für das Ladegerät noch den Stromanschluss, um den auch bei 230 Volt zu betreiben und das Micro-USB-Kabel, um die ST16 zu laden, beziehungsweise ein PC-Link für das Ladegerät. Die drei Akkus, die sehen wir hier, dann natürlich hier oben nochmal die Quick-Start-Anleitung und hier die komplette Bedienungsanleitung in der Version 3.0. Da habe ich schon mal grob reingeschaut, jetzt einmal hier die ST24, die ja vorher beim Tornado H920 dabei war, gegen die ST16 getauscht. Das heißt, die ist ein bisschen umgeschrieben worden und die zusätzlichen Funktionen wie zum Beispiel Point of Interest bzw. Curve Cable Cam und so weiter und so fort ist mit dazugekommen. Hier natürlich nochmal die Carbon-Propeller, das sind insgesamt 8 Stück und die Sonnenblende hatte ich ja auch schon mal gezeigt für die ST16, kennt ihr ja auch schon. Ja, hier sehen wir natürlich noch die ST16, das ist genau dieselbe Funkfernsteuerung wie die ST16 vom Typhoon H. Hier hat sich bis auf die Software durch das Umstellen auf den Tornado H920 von den Tasten in dem Fall nichts verändert. Wie die ganzen Schaltertasten und die Menüführung dann hier für die Kamera und für den Tornado H920 Plus aussieht, das zeige ich euch natürlich separat. Ja, hier haben wir dann natürlich das Herzstück des Ganzen, den Tornado H920 Plus inklusive Gimbal. In dem Fall handelt es sich um einen 360 Grad Dreiachs Gimbal, das heißt, der lässt sich hier um 360 Grad drehen, stufenlos und in drei Achsen schwenkbar. Das heißt, die Kamera kann nach unten und wieder nach oben geschwenkt werden, natürlich auch gedreht und das Ganze mittels des Gimbals hier gegen Vibrationen geschützt. Die Kamera selbst, die schauen wir uns natürlich in einem separaten Video an. Kommen wir nun zum Pro Action. Der Pro Action ist ein Handgimbal für die Sigi O4, quasi die Kamera, die unter dem Tornado H920 hängt. Die kann man hier dran montieren
und kann dann diese Kamera auch bodengebunden nutzen. Diese wird ebenfalls in einen Koffer mitgeliefert. Das seht ihr natürlich. Einfach öffnen und hier kann man die Klappe ganz normal nach oben wegklappen. Hier sehen wir dann den Pro Action. Das ist der Handgimbal. Der sieht natürlich hier auch etwas größer aus als zum Beispiel die Action Cam. Hier kann man dann die Kamera drunter hängen. Dazu gibt es natürlich noch eine Bedienungsanleitung für die Pro Action, also eine Quickstart-Anleitung. Dann ist dabei ein Phone Holder, eine Halterung für das Smartphone. Natürlich wird das Ganze betrieben über einen Akkumulator. In dem Fall ist das ein 2600 mAh 4S Lithium-Ionen-Akku. Der wird natürlich hier in die Action Cam eingelegt. Dazu gibt es hier noch einmal einen Ladeanschluss, um den auch hier mit dem A10 Ladegerät zu laden. Und zu guter Letzt noch eine kleine Accessoire-Kiste, da schauen wir ebenfalls noch mal rein. Ja, schauen wir mal, was sich hier in der Accessoire-Kiste befindet. Da haben wir ein Reinigungstuch, ich denke mal ebenfalls für die Kamera. Hier haben wir noch eine kleine Tasche, ein kleiner Beutel mit Gimbal-Gummis und ein paar Schrauben und Sicherungsstifte, um dann den Gimbal an der Pro Action zu montieren. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Das ist hier in dem Fall das Ladekabel und Balancer Board. Und hier haben wir noch den Phone Halter. Der wird dann an die Pro Action hier oben anmontiert. Und damit kann man dann ein Smartphone einklicken und die Action Cam mittels Smartphone steuern. Ja, hier nochmal das ganze Accessoire zum Pro Action. Das werde ich euch natürlich dann in einem separaten Video erklären, wie das Ganze hier funktioniert, beziehungsweise was man alles damit machen kann. Da muss ich mich auch erstmal mit beschäftigen, macht aber nichts. Das kommt in einem der nächsten Videos. Ja, ihr seht schon hier von der Größe und von der Dimension, da sind wir in einer ganz anderen Liga. Das ist aber klar, denn wir haben hier unten eine Panasonic GH4 Kamera. Das ist schon eine ganz andere Liga. Die wird von Fotografen genutzt. Jetzt hier natürlich mit dem Tornado H920 Plus kann man damit in die Lüfte gehen und Luftfotografie betreiben. Oder wer das gerne möchte, hier über den Handgimbal Fotografen werden das sicherlich auch nutzen. Hier den Pro Action nehmen und diese Kamera da runterhängen. Vom Equipment, was dabei ist, das entspricht dem Standard-Equipment. Da müsst ihr vielleicht schauen, der ein oder andere, der wird vielleicht noch keine SD-Karte haben. Die ist hier nicht mit im Lieferumfang dabei. Da solltet ihr euch natürlich eine oder zwei, vielleicht noch eine als Ersatz dazu holen, damit ihr die hier auch nutzen könnt. Und vom Ladegerät, von der Ladeelektronik selbst, da ist alles da, genauso wie Ersatzpropeller oder für den Gimbal, auch hier ist alles da, sind die entsprechenden Schrauben da, auch hier etwas zum Laden, da ist alles komplett. Das Ganze kann im Grunde genommen, so wie es hier ist, genommen werden. Das ist ein Ready-to-Fly-Copter, das heißt herausnehmen, alles montieren, einschalten und los geht's. Lassen wir beim Stichwort montieren. Das kommt im nächsten Video, wie wir das Ganze hier fertig machen, damit wir damit auch eine Runde fliegen können. Ja, und genau das ist das Stichwort, der Zusammenbau. Das folgt dann im nächsten Video. Den Link seht ihr hier oben. Vielleicht nicht gleich, wenn ich das Video veröffentlicht habe, wäre dann das nachfolgende Video sozusagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch da reinschaut. Bis dahin sage ich tschüss, macht's gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, unique.fans, oder auf Instagram, unique.fans. Ich würde mich freuen. Ich sage tschüss, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.